Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz, Schwarze Edition oder Pokémon Schwarz. Ja, im letzten Part haben wir die Einheitregion betreten und unser erstes Pokémon bekommen, nämlich Serpifeu. Ich freue mich auch schon. Und ja, jetzt müssen wir auf dem Weg nach... Moment... Glavina? Glavina, ja. Hört sich wie ein Name an, nicht eine Stadt. Aber gut. Ich will nicht meckern. Was gibt es hier für Pokémon? Njokle. Ich glaube, hier in der 8. Gen schon gesehen und auch in der 6. oder? Heckel. Wir schon Level 7, 8 Minimum sein, bevor wir in die nächste Stadt kommen. Aber geht doch relativ fix. Nagellotz. Ja, ich weiß auch noch nicht, welche Teammitglieder ich nehme. Ich versuche natürlich alle aus der 5. Gen halt, oder Pokémon nur aus der 5. Gen zu nehmen. Versprechen kann ich es aber nicht. Yorkliff, glaube ich, ist das Fukano für Arme aus der 5. Gen. Die Weiterentwicklung habe ich auch irgendwie vor Augen. Okay, anscheinend hat Yorkliff eher die Spezialverteidigung, oder? Ja. So, wir besiegen noch 2-3 Pokémon, dann gehen wir weiter. Ich bin auch mal schon gespannt auf die, welche Bösewichte wir wieder begegnen. Moin, Niklas. Ja, klar, kann ich machen. So besser? Ah, okay. Aber meistens ist es... Achso, meistens ist es halt so... Ich mache zwar meistens vorher nochmal eine Testaufnahme, aber ja, also was halt im Stream ankommt, aber meistens höre ich, also ich höre schon, was ihr hört, aber weiß nicht, vielleicht meine Ohren sind dann ein bisschen immer anders, aber einfach Bescheid sagen. So, wir haben Level 8 erreicht und ja, jetzt auch nach Glavina. Wilde Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wenn du also wilde Pokémon fangen oder gegen sie kämpfen möchtest, solltest du dich ins hohe Gras begeben. Was ich auch so schön finde, sind so die Blätter so, ne? Also. Wo, es gab es ja schon bei Pokémon Platin mit Schnee. Wer bist du denn? Hat dein Pokémon-Team noch ausreichend KP? Wenn die KP deiner Pokémon unterwegs zu sehr abnehmen, kann es bremslich werden. Da habe ich hier etwas für dich. Bitte leg es in der Medizintasche deines Beutels ab. Ah, bist du wieder der Supermarkt-Fuzzi? Ist auch in jeder Gen so. Wenn die KP deiner Pokémon abnehmen, übertreibe es daher nicht und gönne ihnen öfter mal eine Ruhepause. Kommen wir hier lang? Nee.
Verdammt. Also ich denke mal, wir brauchen auf jeden Fall ein Pokémon mit Surfer später noch. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. So. Torti, willst du dich mit Belle messen? Sie hat zwei Pokémon, genauso wie ich. Ich habe nur eins. Ich werde trotzdem gewinnen. Also Torti, wollen wir gleich mal kämpfen? Ich möchte nämlich eine Revanche. Gerne. Wie bitte? Erst ein einziges Sepifoy? Wenn du nicht auch noch mehr Pokémon fängst, fühlt sich Sepifoy vielleicht einsam. What? Haben sie das auch mit eingebaut? Das heißt, man wird sozusagen gezwungen, also sprich, wenn ich jetzt ein Pokémon hätte, was sich nur über Zuneigung weiterentwickelt, muss ich sozusagen, bin ich gezwungen, andere Pokémon zu fangen, damit sich das die Zutraulichkeit erhöht. Oh, wusste ich auch noch nicht. Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen Pokémon, getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich mal aber auf den Weg nach Gavina, denn Professor Esche wartet bestimmt schon. Ich dachte, wir wollten kämpfen. Ja, moin, cool. Tag auch, wie geht's, wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit euren Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor. Ich bin hier gerade vor dem Pokémon-Center von Gavina. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns auf den Weg zum Pokémon-Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon einmal vorgehen. Was ist jetzt mit dem Kampf? Ja gut, denn nicht. Professor Esche ohne Gesicht. Ja, jetzt kommt es. Hallo Torti, mit Pokémon unterwegs zu sein, ist die Freude eines jeden Trainers. Folge mir bitte, ich zeige dir nun die wichtigsten Einrichtungen für Trainer. Oh, das Pokémon Center ist voll groß. Ja, das Pokémon Center, hier fühlt man sich gleich wohl, oder? Ich führe dich jetzt etwas herum. Hey, ich komme mit! Das ist das Herzstück jedes Pokémon-Centers. Hier werden eure Pokémon im Nu wieder aufgepäppelt und... Nun haltet euch fest, das alles kostet euch rein gar nichts, denn das Pokémon-Center ist der beste Verbündete eines Pokémon-Trainers. Tja, seitdem wir die, seit der Stadt die Pokémon-Steuer so für die Krankenversicherung so übernimmt, läuft das alles. Oh, cool. Probiere es am besten gleich einmal, Torti, nur Mut. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen dir deine Pokémon und machen sie wieder fit. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie Hytera oder Charnera nicht genommen haben. Aber gut. Sollen wir deine Pokémon fit machen? Jawohl. Okay, ich nehme jetzt deine Pokémon-Team für einen Moment in Obhut. Das hat sich auch, ich glaube, seit 2 oder 3 Gens nicht geändert. Vielen Dank, dein Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Okay, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Dann erkläre ich euch als nächstes den PC im Pokémon Center. Dies ist der PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen oder zuvor abgelegte Pokémon wieder in euer Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon mit euch führt, wird jedes neu gefangene Pokémon automatisch im PC abgelegt. Da seid ihr buff, wa? Und wenn ihr meinen PC auswählt, bewerte ich im Nu euren Pokédex. Professor Esche, auf dem Bildschirm steht wessen PC ist damit gemeint? Das ist eine sehr gute Frage, Bell. Es handelt sich dann dabei um den PC der Person, der das Pokémon-Lagerungssystem entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher auch irgendwas einmal begegnen, was nicht Bill? Obwohl, wir haben noch eine andere Frau getroffen. Ne? Also dann, weiter geht's. Dies hier ist der Pokémon-Supermarkt. Hier könnt ihr nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Und dieser junge Herr wird euch stets ein Lächeln auf die Lippen bezaubern. So, damit habe ich euch die notwendigen Grundlagen für Trainer erklärt. Also, ich gehe dann wieder mal zurück nach Aventia. Eins müsst ihr noch wissen. Wenn ihr nach Orion City kommt, müsst ihr die Wissenschaftlerin Vivian treffen. Sie ist eine alte Freundin von mir, die euch sicher bei eurem Abenteuer helfen wird. Also dann, macht's gut. Ich hoffe, eure Reise wird ein Erfolg. Was soll ich nur kaufen? Ach, am wichtigsten sind natürlich Tränke und Pokebälle. Ja, kann ich jetzt eigentlich mal rumgehen hier?
Vergiss bitte nicht, deinen Spielstand zu speichern, so kannst du dich ein wenig ausruhen. Schauen, was wir kaufen können. Ja, diese blöden Briefe jedes Mal. So. So, wer sieht mich vorhin nicht noch später zum Wasser-Pokémon? So als Zwei-Typ, keine Ahnung. Was geht denn dort auf dem Marktplatz vor sich? Keine Ahnung, lass uns das mal schleunigst unter die Lupe nehmen. Ah, komm. Torti, komm schnell her. Was treffen wir schon jetzt auf diese komischen Typen? Okay. Hört mich an, mein Name lautet G. Sis. G und Sis. Wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ah, Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte? Frohe Botschaft? Was? Wie? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht, Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügenbilder, um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Dieses Wort Antlitz habe ich schon mal gehört. Pokémon X. Habt ihr eure vermeintliche Gewissheiten denn niemals hinterfragt? Nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannte Trainer, welche die Pokémon in entwürdigender Knechtschaft halten. Sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und zu quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe er jetzt das Wort. Oder schweige. Also sowas, oh, ich weiß nicht. Drum hört, ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel mehr, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber den Pokémon ist. Nicht wahr? Soll das heißen, wir sollen sie befreien? Was mich so ein bisschen wundert. Warten wir nochmal zu Ende ab. Das habt ihr richtig erkannt. Ihr guten Leute, wir Menschen haben die Ehre, Pflicht, die Pokémon von ihrem schwachvollen Job, Joch zu befreien. Denn nur dann können sich die an jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaftig gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr guten Leute, der Friede sei mit euch. Okay. Ah, cool, Leute. Komische Freaks auf jeden Fall. Diese Rede eben, was sollen wir denn jetzt am besten tun? Befreiung der Pokémon, was für ein Unsinn. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell? Da wird mir ja ganz schwindelig. Aber das war eben dein Ernst. Aber war das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Ja, aber auch einige können sprechen. Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimme nicht hören können. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sharon und das hier ist Torti. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist, Champ zu werden. Boah, das ging zu schnell. Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euch in eure Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit all dem einverstanden sind. Und du warst noch gleich... Ach ja, Torti, stimmt's. Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Ja, moin. Den kenne ich doch irgendwo, ja. Infelio. Ist nicht das Katzen-Pokémon? Doch. Level 7. G
Gehen wir mal auf den Rankenhieb, da haben wir wenigstens Step drauf. Aber klar, dass Filio schneller ist. Gehen wir mal auf den Tackle, vielleicht zieht das mehr ab. Naja. Okay, Angriff sinkt. Obwohl Rankenhieb ist auch physisch. Es sei denn, sie haben es geändert. Level 9. Schön. Es gibt tatsächlich Pokémon, die solche Dinge über ihren Trainer sagen. Solange jedoch die Pokémon in winzigen Bällen eingefärcht werden, ist das Dasein doch nur unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde der Pokémon muss ich unsere Welt von Grund auf verändern. Was für ein seltsamer Kerl, aber gib einfach nichts drauf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also, ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arenaleiter von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern, denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ciao. Ja, ganz schön creepy gerade, also... Generell, ich kann es nicht verstehen. Was ich aber verstehen kann, wenn ich ein Pokémon wäre und dauernd in so einem Pokéball eingeschlossen bin, würde ich auch irgendwann durchdringen. Das schon, aber weiß ich nicht. Ist ein schweres Thema. Weiß nicht, wie so im Real Life, wenn du dann so im Real Life, wenn man, oh, alle helfen einander und so, kannst du im Real Life nicht machen. Also, natürlich kannst du schon machen, aber es wird immer Leute geben. Also, deswegen glaube ich auch irgendwann mal. Irgendwann vor tausenden von Jahren wurde dann ja auch mal deswegen zum Teil auch Geld eingerichtet, damit man zumindest irgendeine Grundbasis hat, ne? Zum Handeln, sag ich jetzt mal. Obwohl, als allererstes waren, glaube ich, Steine und hast nicht alles genommen. Keine Ahnung, das ist mir alles wieder zu hoch. So, was bist du? Wer bist du? Gewiss gibt es viele wilde Pokémon, die einen im hohen Gras angreifen, aber wenn es gelingt, sie zu verstehen, können sie zu guten Freunden werden. Das stimmt. Gavina, die Stadt, in der die üppigen wachsende Ranke ein Zeichen des Wohlstandes ist. Okay. Oh, hier geht's auch nach unten. Alles klar. Ah, ein Pokémon, ah, wie ich dich beneide, wie wäre es, ah, ich wäre auch gern ein Pokémon-Trainer. Hallo Trainer, wie viele Pokébälle hast du bei dir? Solltest du nicht genügend besitzen, rate ich dir, besser welche im Laden des Pokémon-Centers zu kaufen. Hey du, Kämpfe sind unerlässlich, um seine Pokémon zu trainieren. Doch wenn ihre KP sinken, solltest du sie schleunigst ins Pokémon-Center bringen. Manche behaupten, Konflikte entstehen aufgrund unterschiedlicher Ansichten. Andere wiederum sind der Meinung, dass es gerade jene unterschiedlichen Ansichten seien, die es uns erlauben, unseren Horizont zu erweitern. Ich bin der Überzeugung, dass an beidem etwas Wahres dran ist. Da stimme ich dir zu. Leider ist es bei uns in den Menschen, ja, verankert, immer Krieg zu führen. Leider. Vor allen Dingen wir Deutschen. Leider. Ja, aber gut. Wir haben gerade erst geheiratet, doch ich merke deutlich, dass Männer und Frauen völlig verschieden sind. Bei den Pokémon hingegen habe ich das Gefühl, dass sind Männchen und Weibchen nicht so sehr unterscheiden. Du warst doch eben noch nicht da. Was tust du denn? Nanu, du und dein Pokémon-Team, ihr seid euch irgendwie sehr ähnlich. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Ja, moin. Nachts sind... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. Was?
Was für ein wunderbarer Ausblick. Und erst dieser schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. Hallo Picochilla. Darf ich dir etwas vorspielen? Ja, gerne. Fein, dann spitz die Ohren. Die Musik hat sich aber nicht geändert. Jetzt höre ich die Trommeln. Musst du aber ganz genau hinhören. Oder das war Zufall, keine Ahnung. Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Das weiß ich doch. Pokémon können sich nicht mehr als vier Attacken gleichzeitig merken. Das ist irgendwie voll fies von den Entwicklern ist. Aber die haben sie ja schon nicht ohne Grund gemacht. Unzählige Pokémon warten nur darauf, dir endlich begegnen zu können. Die Schwachen wie auch die Starken, die Imposanten wie auch die Niedlichen. Du hast ja einen tollen Beutel und was da alles hineinpasst, du solltest dir einen großen Vorrat an Tränken zulegen. Jo, da gebe ich dir recht. Lass mich, alten Mann, dir etwas sehr Nützliches verraten. Einverstanden? In deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Jo, das weiß ich schon. Die Pokémon setzen sich stets mit Leibeskräften für uns Menschen ein. Im Gegenzug lassen wir ihnen unsere Zuneigung zuteil werden. Diese gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Dun, 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 dun. Wer an Stärke gewinnt, kommt voran. Wer vorankommt, gewinnt an Stärke. Das ist das Großartige am Abenteuer. Zu Füßen des Helden, der erwählt ist, die Welt zu führen, wird ein Pokémon erscheinen, um ihnen beizustehen. Das ist eine Erzählung aus der Einalregion. Jedes Pokémon kann gesund und stark werden, sei es auch noch so schwach. Es braucht nur ausreichend Zuneigung. Hallo Nagelotz. Diesen Pokéball besitze ich schon sehr lange, also sollte ich ihn dir vielleicht schenken, findest du nicht? Okay. Ohne Pokébälle kann man auch keine Pokémon fangen. Und da es verschiedene Pokébälle gibt, musst du lernen, sie richtig einzusetzen. Alles klar. Komm, lass uns eine Runde Feuerpflanze-Wasser spielen. Alles klar. Ich fange an. Auf die Pflanze, fertig, los. Ich nehme Pflanze. Als ob! Ich will doch mal, irgendwas kriege ich doch von hier. Aha. Was, ich krieg nichts von ihr? Ja, moin. Gibt's hier noch irgendwas? Dun, 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 dun. Freut mich immer wieder, wenn ich die verschiedenen Bekanntschaften auf der Leuchtanschrift. Bekanntmachungen auf der Leuchtanschrift-Tafel sehe. Jo. Ah, hallo Mutti. Totti, ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so, mein Schatz? Hast du auch schon mit deinem Pokémon-Team dich angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich lege dann mal wieder auf. Da! Ja, moin, bist du schnell. Totti, endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja noch
Du bist ja schon so weit gekommen. Turbo-Treter, Turbo-Treter. Professor Estelle sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich. Hier, probier sie gleich mal am besten an. Ja! Dankeschön, Mutti. Danke, danke. Wenn du in den Turbo-Tretern schlüpfst, bist du in 0, nichts am Ziel. Hör kurz mal, ich lese auch... Nee, das brauche ich nicht. Ich hatte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, es schadet eben nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Torti, du weißt, du bist nicht allein. Du weißt, das weißt du hoffentlich, oder? Deine Pokémon-Team ist stets an deiner Seite und auch deine Freunde ist jederzeit Verlass. Und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in ihrem Herzen trägt. Also dann, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Danke. Oh, ja, endlich. Oh, Zeit. Trainerkämpfe sind eine ernste Sache, vor der man nicht weglaufen kann. Ich will Schutz haben. Teenager würde ich tippen. Wenn der Blick eines Trainers den eines anderen trifft, heißt das nur eins. Gleich kommt es zu einem Kampf. Sieht wie ein Teenager aus. Oh, vielleicht treffen wir ein paar neue Trainerarten. Ah, ja, nice. Level 7. Gott. So, unser Serpifeu bekommt erstmal ein Tränkchen. Zack. Und wer bist du, Bro? Hey du, ich habe etwas ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Ja, klasse, dann schau mal gut zu. Hep! Hast du das gesehen? Du kannst hier herunterspringen und den Weg als Abkürzung nehmen. Nicht schlecht. Jo, das geht. Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf den Weg bleiben, da Pokémon nur in hohem Gras angreifen. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es sich richtig ins Zeug legt. Schönheit? Nee, Göre, okay. Mali. Boah, Katzen-Pokémon. Level 10 für Sepifoy. Schön. Bitte. Okay, und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.